Und diese Meeting Notes, die wurden uns hier durch unsere entsprechenden Informanten zugespielt. Und das ist sehr interessant. Eigentlich wäre das Thema am Anfang wichtig gewesen, weil es, was jetzt kommt, wirklich jeden angeht. Es ging um die Vorbereitung der Zahlungsmethoden in der IT-Plattform auf den digitalen Euro. Was heißt das? Es gibt eine Keynote-Sprecherin und das ist die Frau Isabel Schnabel. Und die hat am 19.01. in diesem Gremium etwas vorgetragen. Frau Schnabel kommt aus Dortmund und ist eine deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2020 ist sie Mitglied des Direktoriums der EZB. Und ihre erschütternden Aussagen im Hinblick auf die finanziellen Zerstörungen der deutschen Bürgervermögen, da geht es nämlich gleich um Enteignungen, möchte ich hier ganz kurz mal zusammenfassen. Leider verstehen viele Menschen diese Zusammenhänge nicht, aber ihre sinngemäßen Aussagen sind, sie spricht von einer niedrigen deutschen Schuldenquote bei circa 70% vom Bruttoinlandsprodukt. Und dabei muss man natürlich hier an die Verträge von Maastricht erinnern. Ja gut, das kennt natürlich nicht jeder aus dem FF. Was steht da drin? Die Verträge von Maastricht waren die Grundlagen, warum man den Euro eingeführt hat. Wir wissen, dass jeder Staat unterschiedlich groß und wirtschaftsstark ist und deshalb braucht jede Wirtschaftskraft eine unterschiedliche Währung. Also, Spanien beispielsweise hat eine andere Mentalität als Deutschland. Der Spanier, und das meine ich jetzt ganz wertfrei und sogar wirklich noch ein bisschen lächelnd, der Spanier legt sich mittags gern auch mal eine Stunde hin und macht Siesta und der Deutsche ist in seiner Mentalität derjenige, der nimmt dann eine Herztablette und arbeitet durch die Mittagspause durch. So, das wirkt sich in der Wirtschaftskraft nieder. Und aus diesem Grunde brauchen kräftigere Wirtschaften eine andere Währung als schwächere Wirtschaften. Das ist wie ein großer Körper und ein kleiner Körper. Ein großer Körper braucht mehr Blut und als ein kleinerer Körper braucht weniger Blut. So einfach ist das. Und eine Währung ist nichts anderes als ein Maßanzug. Und aus diesem Grunde gibt es Konvergenzkriterien, das heißt einheitliche Kriterien, welches jedes Land mitbringen musste, um überhaupt am Euro teilnehmen zu dürfen. Und das waren 60% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist also quasi eine einfache zusammenaddierte Summe von allen Aktivitäten eines Staates und davon durfte maximal 60% die Verschuldensquote sein. Und da waren damals schon, hat man dagegen verstoßen. Italien hatte damals schon 120% und man hat sie trotzdem teilnehmen lassen. Daran sieht man mal, auf welchem Niveau das Ganze stattfindet, wenn solche Regeln festgelegt werden. Also jeder Normalbürger kommt vor Gericht, wenn er sich an seine Gesetze nicht hält, aber die machen es eben halt nicht. Und was ich damit sagen will, ist, dass diese Konvergenzkriterien nicht eingehalten wurden und Deutschland mittlerweile auch die 60% nicht mehr erreicht und man bei 70% sogar von wirklich einer guten Quote spricht, obwohl die schon völlig falsch ist. Aber Frau Schnabel argumentiert dann damit, dass man in Ländern wie Frankreich oder Italien halt doppelt so hohe Schuldenquoten vorweist, wie es die Konvergenzkriterien erlauben. Aber Deutschland, und das ist wichtig, konnte nach Meinung Schnabels durch die Besserstellung quasi einen Finanzcrash der EZB bisher verhindern. Und ganz dreist und klar wird hier von ihr argumentiert, dass die deutschen Bürger für den gescheiterten Euro aufkommen müssen. Und das ist eine deutsche Wirtschaftszerstörung mit Ansage. So sehe ich das. Aber jetzt kommt's richtig. Schnabel sagt, dass es unerlässlich ist, dass Deutschland die Differenz von einer weiteren Billion Euro zum Schuldendienst jetzt überweisen muss, um das derzeitige Finanzsystem bis zur Einführung des Heraklit-Euro zu stabilisieren. So soll ja die neue Währung heißen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, diesen sogenannten digitalen Euro. Und Schnabel kolportiert hier ganz dreist das Ziel, dass allen europäischen Ländern die gleichen Schuldenquoten zugrunde liegen haben sollten, das gleiche Niveau. Aber auf welchem denn Niveau denn? Denn wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenkippt, kommt eine lauwarme Brühe dabei raus. Ja, man fragt sich, wie das aussehen soll, dieses gleiche Niveau in ganz Europa oder EU. Vielleicht erkläre ich das mal anhand eines Beispiels, was ich mal erlebt habe. Das war 1999, als der Euro eingeführt wurde, noch nicht als Währung, aber als Berechnungseinheit. Da habe ich gestanden mit einem Professor einer großen deutschen Bank in einer Podiumsdiskussion. Und da wurde gerade erklärt von diesem
diesem volkswirtschaftlichen Professor, wie wichtig doch der Euro wäre und wie toll das wäre und wie die Wirtschaft dadurch fließen würde und so weiter. Und alle hätten im Prinzip nur große Vorteile davon. Und daraufhin habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, ich gebe Ihnen mal einen Energiespartipp. Wenn Sie draußen 5 Grad Außentemperatur haben, dann drehen Sie Ihre Heizung in Zukunft drin nur noch auf 16 Grad, machen alle Fenster und Türen auf und lassen von draußen die 5 Grad noch rein, dann haben Sie 21 Grad im Raum. Hat er mich angeguckt und hat gefragt, ob ich ihn für dumm verkaufen will. Da habe ich gesagt, nein, aber so haben Sie uns den Euro auch gerade erklärt. Da bekam ich einen Riesenapplaus, auch wenn es nicht der größte Teil verstanden hat, aber Sie haben gemerkt, da könnte was dran sein. Denn das ist nun einmal so, wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenkippt, kommt eine lauwarme Brühe raus und wenn man eben halt das Fenster aufmacht, dann kommen die 5 Grad von draußen nicht rein, sondern die 16 gehen raus. Das ist der Punkt. Und genau dieses Ding fällt uns auf die Füße. Auf diesem Niveau ist der Euro konzipiert worden. Also Andreas, das heißt, Deutschland hat die Funktion, sozusagen den Euro-Crash zu verhindern, um dann den digitalen Euro, ob er gut ist oder nicht, ich würde mal eher sagen, da kann man sehr kritisch sein, umzusetzen. Wohin führt denn das? Naja, man versucht jetzt erstmal Zeit zu gewinnen. Die Frau Schnabel sagt also, dass die Federal Reserve und die EZB, interessant, dass man die beide hier zusammen nennt, im selben Raum, weil die Federal Reserve eigentlich nicht die amerikanische Notenbank ist, sondern eigentlich ein Gesetz. Auch das, aber das würde jetzt zu weit führen, von 1913. Also diese beiden großen Institutionen gehen gemeinsam davon aus, dass sich das Vorhaben der Umstellung auf einen digitalen Euro bis 2023 noch verzögern lässt, weil der Crash ja ständig im Raum steht. Und Frau Schnabel sagt, wir müssen und werden Zeit gewinnen und alles tun, um einen unkontrollierten Kollaps zu verhindern, bevor Heraklit, sprich der digitale Euro, umgesetzt wird. Und Deutschland hat die Funktion, das sagt sie ganz deutlich, den Euro-Crash zu verhindern und den unsäglichen digitalen Euro jetzt umzusetzen. Und dadurch wird eine regelrechte Verelendungspolitik eingeleitet. Was meinst du mit Verelendungspolitik? Naja, das ist das, was ich jetzt schon sagte, weil die unterschiedlichen Wirtschaftsstärken auch eine eigene Währung eigentlich bräuchten, um dieser individuellen Kraft gerecht zu werden. Das wäre dieser Maßanzug, von dem ich gerade sprach. Und genau das Gegenteil wird gemacht. Es findet jetzt eine Schuldenunion statt. Also kurz zurück zu Schnabels Aussagen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Bereich, der hier gerade diskutiert wird. Jetzt kommt der große Dank an die deutsche Regierung. Das ist sie dann losgeworden. Insbesondere hat sie sich bei Frau Merkel bedankt. Es geht dabei um die Umsetzung der Null-Schuldenpolitik. Erinnert ihr euch? Das haben wir immer wieder gehört, die ja schon seit Jahrzehnten in Deutschland gilt. Und Frau Schnabel sagt dabei ganz klar und gibt zu, dass diese Politik das deutsche Volksvermögen massiv geschmälert hat, aber damit der EU und dem globalen Finanzsystem die Möglichkeit gab, diese Billionen zur Überbrückung zu nutzen. Also Frau Merkel hat tatsächlich den Nutzen des deutschen Volkes gemehrt. Das hat sie ja auch eben in ihrem Eid dann eben halt gebracht.